Du siehst ja den großen Spalt dazwischen, der muss so groß sein, dass das Keul, also der Anhängerspirale, da durchpasst. Und damit, dass er nicht rausfällt, dazu ist die kleine Kugel da, die also das verhindert, dass er rausfällt. Ich wurde gefragt, ob ich gerne etwas für eine Tombola bereitstellen wollte. Und da habe ich gesagt, gerne, würde ich gerne machen und habe das auch gemacht und habe mir überlegt, wenn mich gefragt werde von jemandem, der mich interviewt, warum ich gerade dieses Stück gewählt habe, würde ich ihm drei Sachen sagen. Erstens, ich habe ein Stück ausgesucht, was so wertvoll ist, dass es nicht als ein altes Stück aus der Grabbelkiste gezeigt werden kann, sondern dass man wirklich sagt, das ist eine Verbeugung vor den Menschen, die hierher kommen, um gerade meine Sachen zu sehen. Das ist ja ein großer Aufwand, den sie betreiben, und das Interesse an meinen Stücken, an den für sie doch meist sehr fremden Dingen, das imponiert mir und das will ich mit diesem Stück zeigen. Das ist der erste Grund. Der zweite Punkt, warum ich gerade dieses Stück ausgewählt habe, ist folgender. Ich weiß, dass meine Stücke, die ich in sehr vielen Jahren mir überlegt habe oder immer weitergekommen bin, natürlich für einen neuen Betrachter oft fremd wirken müssen. Deshalb habe ich ein Stück gewählt, was möglichst viele Elemente beinhaltet, die ein normaler, in Anführungsstrichen, Nicht-Fachmann annehmen kann. Das heißt, der Kreis, der zentrierte Diamant, der Diamant an sich, der als wertvoll gilt und auch Freude macht. Dann die Farbe, das Rot des Lackes, das Grau auf der Rückseite des gesandtstrahlten Edelmetalls, Edelstahlspardon, sodass wir da ein Stück haben, womit man sich sehr schnell leicht identifizieren kann. Es ist kein Fremdkörper. Und das Dritte ist, bei all den Entgegenkommen meinen Betrachtern gegenüber soll es doch immer ein Stück Dau sein, was also ganz typisch für mich ist. Das heißt, reduziert auf ganz klare Dinge mit kleinen technischen Finessen. Das ist also ein doppelseitig tragbarer Anhänger. Die eine Seite zeigt das Rot mit dem Diamanten, die andere Seite zeigt eine konkave Edelstahlfläche, matt, die also einen ganz eigenen Reiz für mich hat. Und dann zwischen diesen beiden Flächen muss ja der Halsdraht muss ja durchgeführt werden. Und das passiert, indem ich da eine kleine Kugel eingelasert habe, sodass es also ganz organisch ist und trotzdem sehr modern.